Es gab Zuwachs. 5 neue Bäume und einer davon, eigentlich sind alle mega, aber einer ist was ganz Spezielles. Und das werden wir heute mal anschauen, wie es hier ausschaut. Jetzt während der kühlsten Jahreszeit. Obwohl es regnet ab und zu immer noch ein bisschen, scheint doch in die Verlängerung zu gehen, die Regenzeit, mit kühlen Temperaturen, mit einem kühlen Wind. Die Bäume werden wahrscheinlich auch bald die ganzen Blätter lassen, weil ja, wir haben halt Winter jetzt. Hört sich ein bisschen komisch an, bei 5, 26 Grad Tagestemperatur von Winter zu sprechen. Aber es ist tatsächlich jetzt die kühlste Jahreszeit hier bei uns in Thailand, beziehungsweise in der Region, wo ich lebe. Ja, ich habe Rasen gemäht, man sieht es. War wieder mal nötig und wir werden dann auch in circa 2 Wochen noch um den Teich herum mit der neuen Bepflanzung beginnen. Wir haben da heute nochmals angerufen und gefragt, wann die Pflanzen kommen. Die Pflanzen sind schon beim Shop, aber sie haben gesagt, die Pflanzen sind nicht so schön und sie will uns die nicht verkaufen und wartet jetzt auf die nächste Bestellung, die in circa 1 bis 2 Wochen kommt. Und dann kriegen wir die 200 Pflänzchen, die um den Teich gepflanzt werden. Und dann wird dann hoffentlich der Teich auch ein bisschen schöner. Aber auch das schauen wir uns heute noch an in diesem Video. Gut, dann würde ich mal sagen, beginnen wir doch mit den neu gepflanzten Bäumen. Und da hinten haben wir der erste, der kleinste. Nein, stimmt so nicht, das ist nicht der kleinste. Aber das ist einer von denen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was dieser Baum hat. Aber ich schätze mal, der wird auch irgendeine schöne Blüte haben. Wenn sie dann irgendwann kommen. Violett könnte sein. Bin aber auch nicht mehr ganz sicher. Jui hat diesen Baum ausgewählt. Dann noch kurz wegen der Teichbepflanzung, da habe ich ja gesagt, es wird plus minus so in etwa 2 Wochen losgehen hier. Und dann werden auch die Gärtner kommen, hier alles mal jätten, also das Unkraut entfernen. Und dann werden wir hier alles bepflanzen drumherum. Und ihr hört ja auch schon die Hühner im Hintergrund, denen geht es gut. Haben Freude, jeden Tag sind sie unterwegs. Hundi hat jetzt, solange sie mit den Hühnern unterwegs ist, einen Maulkorb an, weil die hat gestern einen Huhn angegriffen. Huhn ist nichts geschehen, aber trotzdem, also ich gehe mal davon aus, sie wollte nur spielen, aber wenn sie halt auf so einen Huhn raufhüpft und es zu Boden drückt, ja, ist halt nicht gerade sehr angenehm mit dem Körpergewicht des Hundes. Und die muss jetzt halt lernen, dass sie mit den Hühnern zusammen sein muss und nicht die Hühner irgendwie anspringt oder auch im schlimmsten Fall noch anbeißt. Okay, dann geht's da mal weiter. Ah, hier noch schnell die Pomelos, da die kommen auch langsam. Habe ich gesehen, es war ein neuer Baum, aber die wachsen schön weiter. Scheint sich gut hier, oder ja, ist wahrscheinlich gut angewachsen. Vietnamesische Pomelo, die sind dann rot. Dann haben wir hier vorne den zweiten Baum. Wobei ist eher eine Palme. Die ist neu da. Die geht dann schön gerade hoch. Gefällt mir sehr gut. Mal was anderes. Auch der Stamm wirklich sehr, sehr schön. Spendet hier auch schön Schatten. Dann ein weiterer Baum. Diesen da. Der wird wunderschön, aber er hat leider Transportschäden erlitten. Also ihr könnt hier sehen, der eine Ast ist abgebrochen. Haben die da ein bisschen repariert und ist dann auch noch ein bisschen. Mal schauen, ob der wieder zusammenwächst. Und die Wurzeln wurden auch beschädigt. Ich werde das jetzt beobachten, wie es dem Baum geht in den nächsten 1-2 Wochen. Und wenn da nichts, wenn die Blätter alle runterfallen und man merkt, ja, er ist zu schwach, dann muss ich irgendwo da oben halt
einfach mal alles abtrennen. Weil nicht, dass er mir dann noch abstirbt. Aber das Problem hatte ich schon mal mit einem Baum da drüben. Dieser da im Hintergrund. Der war eigentlich irgendwie so hoch. Haben wir alles abgetrennt und jetzt kommt unten wieder alles schön buschig. Ja. Muss ich halt im Auge behalten. Schade, dass sie, also die haben alle fünf Bäume zusammen auf den Transporter gelegt, auf einen Pickup, also unglaublich, wirklich auf einen Pickup, nicht auf einen Lastwagen, und halt die alle transportiert, und da gab es halt dann auch Schäden an den Bäumen. Dann, das ist der dritte, dieser hier, oder nee, jetzt schon der vierte, sorry, das ist schon der vierte, und der hat dann wunderschöne violette Blüten, da oben sieht man sie bereits. Ja, da oben sieht man sie. Hier. Der wird dann voll sein mit violetten Blüten. Ganz oben hat es auch welche. Ja, ideale Schattenspender. Die müssen halt jetzt mal anwachsen und dann hoffentlich geht es dann relativ schnell. Okay, und dann kommen wir zu einem Highlight, wobei ich hoffe, dass der es auch überleben wird, weil das ist was ganz Spezielles. Wir mussten den da hinten pflanzen, weil der braucht Schatten. Und das ist der da. Elefantenohr. Das ist eine wirklich mega, mega schöne Dschungelpflanze. Und der wird 4 bis 5 Meter hoch. Und ihr könnt euch schon mal vorstellen, wie dann diese Elefantenblätter da in alle Richtungen, ja wie ein Dach halt, alles abdecken. Wunderschöner Baum. Aber nicht gerade einfach. Also ich werde jetzt sehr häufig bewässern und halt hoffen, dass ich den irgendwie, ja, am Leben erhalten kann. Wenn irgendjemand Tipps hat, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ansonsten heißt es halt hier jeden Tag jetzt Gartenarbeit. Jui ist ja auch wieder da. Ja, durch das halt jetzt das Wetter kühler ist, macht es auch viel mehr Spaß, wieder im Garten zu arbeiten. Man merkt auch, man hat viel mehr Energie und kann auch jetzt anstatt nur irgendwie 2 Stunden bei 30 Grad in der Sonne kann man jetzt locker mal so 4 bis 5 Stunden was machen. Deshalb ist jetzt auch für uns die beste Zeit, hier Hand anzulegen. Und hinten habe ich schon im letzten Video gezeigt, dass noch Tomaten kommen werden, Mais und so. Die haben wir ja dort im Gewächshäuschen gepflanzt. Halt von den Samen wachsen die hoch. Das dauert halt relativ lange. Nee, es wächst eigentlich schnell, aber jetzt halt auch nicht so, dass man innerhalb von einer Woche gleich einen Meter hohen Strauch hat oder eine Pflanze, sondern wir warten jetzt mal, bis die circa so ja, 30-40 cm hoch sind und dann werden sie der Mauer entlang gepflanzt. Mais so der Mauer entlang wäre sicher auch noch schön, sehr schön, und ja, muss jetzt halt mal gucken, wie es weitergeht mit dem Wachstum, weil jetzt in der kühleren Zeit werden ja die meisten Bäume die Blätter verlieren und gehen so halbwegs mal in den Winterschlaf, bis es dann wieder sehr, sehr heiß wird und ja, und ich halt dann nur noch am Bewässern bin. Ja, und im letzten Video habe ich ja noch über den Reisanbau gesprochen, ob wir da auch noch ein bisschen was machen sollen. Die meisten haben ja davon abgeraten und ja, wir haben uns auch dagegen entschieden, weil es wirklich nicht groß Sinn macht, Aufwand und Ertrag. Deshalb kaufen wir weiterhin den Reis beim Händler ein. Das war's von heute mit einem kleinen Update vom Dschungelgartenprojekt. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Bis dann, Grüße aus Thailand.